Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video, mal wieder seit ja, etwas längerer Zeit. Und bevor es jetzt mit dem Video losgeht, mal wieder was in eigener Sache. Und zwar habe ich zwar jetzt schon lange und oft gesagt, dass ich loslegen will jetzt richtig mit den Videos und so. Aber da gab es jetzt ein Problem und so hatte ich mir eigentlich extra dafür ein Mikrofon bestellt. Aber da gab es jetzt sowohl seitens des Herstellers als auch von meiner Seite da einige Komplikationen, sage ich mal. Deswegen wird das Mikrofon erst gegen Ende Oktober ankommen. Aber ich hätte eigentlich schon Lust, bis dahin noch ein bisschen Videos zu machen. Die Frage ist nur, was für Videos. Ihr hört ja jetzt zum Beispiel, die Soundqualität ist gerade nicht besonders toll. Und deswegen würden mir da spontan ja, drei Möglichkeiten einfallen. Entweder ich mache es so, wie ich es jetzt gerade zum Beispiel mache, indem ich einfach das schlechte Mikrofon mit der schlechten, also es ist ja letztendlich die Soundkarte, die den Sound so schlecht macht. Aber jedenfalls, ob ich das nehme oder ob ich mal probiere, Videos ohne Sprache zu machen. Also so, wie das früher in dieser Command-Szene eigentlich sehr üblich war, einfach im Video zeigen, was man macht und eben dazu dann Text schreiben. Diese Videos würde ich auch machen, habe ich auch damals immer verfolgt und fand ich auch eigentlich ganz angenehm zum Anschauen. Oder ich mache halt einfach gar keine Videos und wir warten ab, bis das Mikrofon kommt und der gute Content dann auch die gute Mikrofonqualität bekommt. Ja, da wisst ihr Bescheid. Ja, stimmt das mal bitte oben rechts in der Ecke ab, das wäre ganz nett. Und dann kommen wir zum eigentlichen Video. Und zwar gibt es ja in den 1.15 Snapshots verschiedene technische Neuerungen, wie zum Beispiel das mit den Predicates. Das hat ja eigentlich so gut wie jeder aus der Szene zumindest mitbekommen, dass man eben jetzt einfach verschiedene Konditionen als eine Datei abspeichern kann im Datapack, anstatt das einzeln zu testen mit Execute-If-Commands. Und außerdem geht da noch viel mehr. Oder dass jetzt die Welt einen konstanten Speicherplatz hat und man jetzt nicht mehr irgendwo eine Kiste braucht mit einem Item, wo man dann Sachen reinspeichern kann, sondern dass eben die Welt einen eigenen Speicherplatz jetzt hat, den man einfach mit Data oder mit Execute ansprechen kann. Was aber erstaunlich wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, zumindest meinem Gefühl nach, was ich so gesehen hatte auf Discord-Servern und so, ist, dass es neue Game Rules gibt. Und ihr seht schon hier, ich habe das schon mal kurz mir aufgeschrieben, was nämlich auch immer ein großes Thema mehr oder weniger war in der Mapmaking-Szene, ist, wie man es schaffen könnte, dass der Spieler respawnt, ohne dass er seinen Todescreen sieht. Und da gab es immer ganz viele verschiedene Methoden, von wegen, dass man irgendwie dem Spieler Resistance gibt und dann ausrechnet, wie viel Schaden er bekommen würde und dann wenn der dann sterben würde, dann den direkt einfach stattdessen zurücksetzt. Aber es gibt jetzt eine neue, ganz einfache Game Rule, die heißt Do Immediate Respawn. Und wenn die aktiviert ist, also wenn die auf True gesetzt wird und ein Spieler stirbt, dann wird er direkt einfach zurückgesetzt und bekommt keinen Death Screen. Finde ich sehr interessant. Dann gab es noch eine weitere Game Rule, also um das Ganze jetzt einfach vollständig zu machen, werde ich jetzt alle Game Rules mal zeigen, die dazu gekommen sind, nämlich Do Insomnia. Da kann ich jetzt, das kann ich jetzt schlecht zeigen. Müsste ich jetzt noch ein paar Nächte in der Welt bleiben. Und zwar die, danach hatten, soweit ich weiß, viele Spieler gefragt, wenn man die auf False setzt, dann werden keine Phantoms mehr spawnen. Also, ja, sozusagen dieser Schlafmangelfaktor, der dann dazu gekommen ist in den letzten Versionen, dass dann die Phantoms kommen und einen angreifen, wenn man zu wenig geschlafen hat. Das kann man damit eben wieder rausnehmen, falls das Leute genervt hat, kann man das also so einfach einstellen. Und dann gab es noch Fire Damage. Und das kann man auch auf False stellen. Das ist sicherlich auch eine interessante Angelegenheit für manche Maps oder so. Dann bekommt man durch Magma Blocks oder durch Feuer einfach keinen Schaden mehr. Finde ich auch nicht schlecht. Ist vielleicht cool für manche Maps, falls Leute irgendwie Survival Maps bauen wollen und dann Feuer als Verschönerung benutzen sollen, aber nicht, dass der Spieler daran Schaden nimmt. Weiß ich nicht, könnte man dafür wahrscheinlich verwenden. Gut, dann war es das auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie gesagt, stimmt einfach mal ab, wie ihr die Videos jetzt haben wollt und dementsprechend werde ich das machen. Ich glaube, ich werde auch die Tage mal eins ausprobieren, einfach ohne Stimme,
dass ihr vielleicht das auch mal sehen könnt. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video und ciao!